Willkommen zur Albumrevue. Dieses Album ist eine interessante Kreatur mit sehr hohem Originalitätsfaktor. Iceland ist die Zusammenarbeit zwischen David Tibet und seiner Band Current 93 und Hilmar Örn Hilmarsson, auch genannt Hö. Hilmarsson ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die es auf Island gibt. Na, er selbst würde das vermutlich bestreiten. Aber Hilmarsson ist ein Pionier der elektronischen Musik gewesen, ein Produzent und gleichzeitig eine Art Leiharbeiter der Underground-Szene der 80er und 90er Jahre. Er taucht auf den seltsamsten LPs und CDs auf und ist heute der oberste Priester der Asatru-Organisation, die auf Island eine anerkannte Religionsgemeinschaft ist und somit die weltweit einzige organisierte Gruppe, die den germanischen, nordischen Glauben ausübt. Current 93, das langjährige Projekt von David Tibet, ist etwas schwer in wenige Worte zu fassen. Dieses Projekt hat in der Welt der Underground-Musik einen ikonenartigen Status. Ich weiß, dass ihre Vinylplatten aus den 80ern und frühen 90ern gerne gesammelt werden. Die Band wird allgemein dem Genre Neofolk zugeordnet, was allerdings nicht ausreicht. Denn viele Alben von Current sind wohl eher dem Dark Ambient und Industrial zuzuordnen. Aber solche Eklektik ist gerade in der Umbruchszeit zwischen den 80ern und 90ern nicht ungewöhnlich. Ich bin damals nie ein allzu großer Fan gewesen, aber es gibt einige Aufnahmen von Current, die ich sehr gut fand. Das hier ist eine Combo, die vollständig als eine experimentelle Industrial Band angefangen hatte, so aus dem Umfeld von Psychic TV und Throbbing Gristle. Und über einen Zeitraum von 20 Jahren hat sich diese Band in eine Art Folk-Act verwandelt, was zwei wirklich entgegengesetzte Enden des musikalischen Spektrums sind. Ist doch faszinierend. Das vorliegende Album Iceland erschien zum ersten Mal 1990, also inmitten dieser Übergangszeit von einem Industrial-Projekt zu einer Folk-Gruppe, und wurde von der sehr umfangreichen Fanbase von Current 93 eher etwas kühl aufgenommen. Denn das Album besitzt nicht den typischen ultradüsteren, industriallastigen Sound. Iceland ist ein sehr elektronisches Album, das aber mit unterschiedlichen, fast poppigen Elementen experimentiert. Was nicht bedeuten soll, dass das in irgendeiner Weise ein heiteres Album ist. Es ist eigentlich sehr melancholisch und stellenweise von einem gewissen Sarkasmus durchdrungen. Musikalisch sind es wohl vor allem Hilmar Hilmarssons Ideen, die hier eine Art akustisches Fundament darstellen, über dem die typische Lyrik von David Tibet vorgetragen wird. Hilmarssons Sound hat eine seltsame Dringlichkeit und faszinierende Anspannung. Das ist gut spürbar gleich bei dem ersten Track Falling, übrigens mit dem Gesang von Björk. The Dream of a Shadow of Smoke erinnert ein wenig an, ich wage es zu sagen, Enya. Und Crawley Mass Unwield ist eine witzige Nummer, die, glaube ich, seinerzeit nicht jedem gefallen hatte. Hierbei muss man wissen, dass David Tibet viele Jahre sehr stark von Aleister Crowley inspiriert war, was anfangs zu einem ideologischen Unterbau der Band gehört hatte. Doch über die Jahre hatte sich Tibet von dem englischen Magier zunehmend abgewandt zugunsten von Buddhismus und letztendlich auch nordischen Religionen. Crawley Mass Unwield ist eine Art Abrechnung mit dem Thema und vor allem mit den Anhängern von Crowley. Und ich kann mich gut erinnern, dass das nicht jeder Current-Fan so an sich heranlassen wollte, denn viele der Fans waren der Crowleyanity mehr als zugetan. Tja, Veränderung ist schmerzhaft. Im Großen und Ganzen ist das hier ein sehr originelles Album, das zwar nicht den Pathos anderer Current-Alben hat, dafür aber deutlich weniger nervt als einige LPs von Current. Der Sound ist teilweise sehr ätherisch und ist ein gutes Beispiel für den frühen isländischen Sound, der heute wohl vor allem durch Sigur Rós und Björk bekannt ist. Doch es ist vor allem David Tibets Stil, der daraus einen sehr gelungenen Soundtrack für die Apokalypse macht. Die Musik ist zu 99% elektronisch und Hilmar Hilmarsson erschafft hier ein interessantes Kaleidoskop aus den Synthi-Sounds der späten 80er, viel Kork und so. Wer auf der Suche nach etwas Ungewöhnlichem ist, das sich gut im CD-Regal macht und das sonst niemand kennt, sollte sich nach diesem Album umsehen. Iceland verfügt über allerlei seltsame Momente und Details, die beim ersten Anhören unbemerkt bleiben. Ich habe es mir erst jetzt wieder angehört und wieder ein paar Sachen gemerkt, die mir früher nie aufgefallen waren. Ich gebe dem Album 4 Sterne. Das war also eine Revue von Current 93 und Hö, Iceland aus dem Jahr 1990.